Sehr häufig bilden zwei Komponenten A und B zwar in der flüssigen Phase eine homogene Mischung, in der festen Phase aber nur ein heterogenes Gemenge. Eine typische Mischung, die sich so verhält, ist das Zweikomponentensystem Kaliumchlorid-Lithiumchlorid. Die beiden Salze mischen sich im flüssigen Zustand komplett, im festen Zustand gibt es jedoch keine Mischkristalle. In diesem Schmelzdiagramm haben wir drei homogene Zonen. Einmal das feste Lithiumchlorid, diese senkrechte. Dann das feste Kaliumchlorid, diese senkrechte. Und die Flüssigphase oder Schmelze, das ist dieser Bereich oberhalb der V-förmigen Struktur. Alle anderen Flächen sind zweiphasig. Die Liquiduslinie hat die typische V-förmige Struktur. Das Minimum der Liquiduslinie nennt man Eutektikum. Die Soliduslinie ist hier nur schwer auszumachen. Es sind zwei Linien, die diese senkrechten nach rechts oder nach links begrenzen. Die gelbe Linie ist die eutektikale, die Konode am eutektischen Punkt. Wir haben drei invariante Punkte. Einmal den Schmelzpunkt von reinem Lithiumchlorid bei 607 Grad, einmal den Schmelzpunkt von reinem Kaliumchlorid bei 773 Grad und einmal den eutektischen Punkt. Hier haben wir quasi eine Reaktion zwischen zwei Feststoffen, Kaliumchlorid und Lithiumchlorid, zu einer homogenen Schmelze, zur eutektischen Schmelze, die 65%ig an Lithiumchlorid ist. Wenn wir eine untereutektische Schmelze, die mit 1 gekennzeichnet, abkühlen, dann gehen wir hier auf der Isoplete nach unten. Wir erreichen die Liquiduslinie. Hier setzt die Kristallisation an. Wenn wir wissen wollen, welcher Feststoff im Gleichgewicht mit der Schmelze vorliegt, befragen wir die Konode und wir sehen reines Kaliumchlorid kristallisiert aus der Schmelze. Wenn wir weiter abkühlen, wachsen diese Kaliumchloridkriställchen immer größer. Die Schmelze reichert sich an Lithiumchlorid an, bewegt sich entlang der Liquiduslinie zum eutektischen Punkt hin. Wenn wir die Eutektikale erreicht haben, haben wir große reine Kaliumchloridkristalle in einer Schmelze mit eutektischer Zusammensetzung. Die Schmelze mit der eutektischen Zusammensetzung verfestigt sich jetzt bei konstant 353 Grad Celsius und wir erhalten eine, wie man sagt, eutektische Matrix. Die eutektische Matrix sieht zwar auf den ersten Blick homogen aus, ist aber tatsächlich ein sehr inniges Gemenge von festem Kaliumchlorid und Lithiumchlorid. Oft hat das eine lamellare Struktur. Wir erhalten also, wenn wir eine untereutektische Schmelze abkühlen, große Kaliumchloridkristalle in einer eutektischen Matrix. Wir können ein Eutektikum so verstehen, dass wir eine Flüssigkeit haben mit einer Flortemperatur. Wenn wir diese Flüssigkeit abkühlen, ist sie ab einer bestimmten Temperatur nicht mehr stabil und zerfällt in zwei feste Phasen. Analog kann es auch feste Phasen mit Sealing-Temperatur geben. Wenn wir diese Phase erwärmen, ist sie ab einer bestimmten Temperatur nicht mehr stabil und zerfällt in einen Feststoff und in eine andere flüssige Phase. Sowas nennt man ein Peritektikum oder auch inkongruentes Schmelzen. Kongruentes Schmelzen liegt demgegenüber vor, wenn sich die feste Phase so verhält, dass ab einer bestimmten Temperatur eine Umwandlung in eine Flüssigphase mit derselben Zusammensetzung erfolgt. Wir haben hier ein Dystektikum. Wenn wir eine Flortemperatur haben und nur feste Phasen beteiligt sind, sprechen wir von einem Eutektoid. Wenn wir eine Sealing-Temperatur haben, bei der nur feste Phasen beteiligt sind, sprechen wir von einem Peritektoid. Das sind die klassischen vier oder fünf invarianten Punkte in Schmelzdiagramm. Eutektoid, V-Struktur.
Eutektikum, ebenfalls V-Struktur. Peritektikum, Dachstruktur. Peritektoid, auch Dachstruktur. In diesem klassischen Phasendiagramm von Eisen-Kohlenstoff erkennen wir mehrere invariante Punkte. Wir haben einmal ein Eutektikum. Flüssigphase zerfällt in zwei feste Phasen bei Flortemperatur. Wir haben ein Eutektoid. Feste Phase zerfällt in zwei feste Phasen bei Flortemperatur. Und wir haben ein Peritektikum. Feste Phase zerfällt in Flüssigphase und andere feste Phase bei Siedentemperatur. Wir haben außerdem ein Dystektikum. Feste Phase schmilzt klassisch zu einer Flüssigkeit mit gleicher Zusammensetzung.